Dieses Produkt kennt ihr vielleicht aus meinem Buch, aus dem Pomadebuch. Hat angeblich Elvis hergenommen. Hair Tonics. Die sind natürlich noch voll. Hallo, hier ist Dan von Pomadeshop. Und ich begrüße euch in meinem Büro in Ottobrunn und möchte euch meine kleine Sammlung vorstellen, und zwar an Pomaden. Die befindet sich hier, hier, hier und dann auch noch hier oben im Schrank. Ich schalte euch mal kurz um, damit ich euch die Produkte aus der Nähe zeigen kann. So, und so schauen die Produkte aus. Das ist mal hier die eine Sammlung an Velmo Products aus Chicago. Und zwar in der ersten Reihe seht ihr die Sweet Georgia Brown Pomade aus verschiedenen Jahrzehnten. Hier eindeutig zu erkennen, eben an dem schönen Deckel, der sich stark unterschieden hat. Hier einmal ein viktorianisches Pärchen. Hier eine Goldedition. Da waren die, wie ihr das sehen könnt, hier waren eben halt die Rahmen noch in Gelb und hier in Gold. Hier sind wir bereits nach dem Krieg, da wird es ein bisschen fröhlicher. Und das hier ist so das vorletzte Design, was modernere Zielgruppen ansprechen sollte. Dahinter sehen wir auch gleich eine weitere Marke von Velmo Products, und zwar die Lucky Brown Pomade in einer Pappverpackung. Das ist die Kriegsedition aus dem Zweiten Weltkrieg. Das hier ist die normale Variante, die normale Version, die damals in den 40er Jahren auf den Markt war. Es gab auch ein Pressing Oil von Lucky Brown für Damen. Und Velmo hat natürlich auch noch weitere Produkte rausgebracht, weitere Marken. Hier eine wunderschöne Grow Straight. Hier eine Velmo Hairdressing Pomade. Und ein ganz großer Klassiker, der noch bis vor 10 Jahren hergestellt wurde, die Slick Black. Eine pechschwarze Pomade. Hier ist übrigens noch die Sweet Georgia Brown Talcum Powder. Eine schöne Variante. Nicht wirklich aus den 40er Jahren, aber schaut sehr, sehr schön aus. Hier ist ebenfalls von Velmo Lucky Sweetheart Wash. Das konnte man einfach zur Wäsche reintun, damit es wunderschön duftete. Und hier an der Seite habe ich einen Face Powder, ein Gesichtspuder von Lucky Brown. Das da, wenn ihr euch fragt, was das hier sein soll, das sind wunderschöne Etiketten. Die hat irgendjemand liebevoll zusammengeklebt und war dann so freundlich, die mir zu überlassen. Hier können wir wirklich alle großartigen Marken von Velmo Products, also der damaligen Marke hinter Sweet Georgia Brown, sehen. Mit Parfums, mit Brillantinen, mit Pudern. Es gab von Sweet Georgia Brown sogar ein wunderschönes Shampoo. Echt süß. So, wenn wir jetzt hier weitergehen, dann sehen wir hier von Sweet Georgia Brown ein Lemon Vanishing Cream. Das gibt's ja, nee, das gab es noch vor ein paar Jahren von Lucky Tiger, ein Lemon Vanishing Cream. Das war ein nach Zitronen duftendes Creme. Hier Sleeping Beauty Cream von Velmo, nee, sogar von Sweet Georgia Brown. Wirklich mit einem sehr schönen, typisch erotischen Design. Hier versteckt sich noch Lemon Cleansing Cream. Das war eine Reinigungscreme für Damen. Falls euch das Design bekannt vorkommt, Mogrow, dann schaut mal, von wem das ist. Von der Black and White Company. Die haben wir auch hier noch. Pluco Black and White Pomade. Eine wunderschöne alte Dose. Mit einer kleinen Erklärung für weitere Produkte. Dieses Produkt kennt ihr vielleicht aus meinem Buch, aus dem Pomadebuch. Die Black and White Quinine Pomade. Schauen wir doch mal einfach mal rein. Das Ganze ist schon ein bisschen älter. Sehr, sehr ungewöhnliches Design.
aber ist immer noch voll. Sollte ich mich vielleicht mal ausprobieren. So, machen wir das einfach mal so zu. Oh, hier ist was Cooles. Lucky Heart. Wenn ihr es mal hier anschaut, dann ist es wirklich schon eine Familienpackung an Lucky Heart Hairdressing Pomade mit Olivenöl. Lucky Heart war eine Konkurrenzfirma von Velmore aus Memphis. War sehr beliebt. Ich glaube, die gibt es sogar bis heute noch, die Marke, die Lucky Heart. Leider nicht in so einem schönen Design. Hier ist die Three Flowers oder Tres Flores. Die wird immer noch hergestellt. Das ist ein weiteres Produkt von Tres Flores. Brillantine. Was haben wir sonst noch? Ah, Lucky Tiger. Das kennen wir natürlich auch. Hier wunderschöne Verpackungen an Hair Tonics. Die sind natürlich noch voll. Schauen wir einfach mal rein. Ja, das ist sehr, sehr hübsch. Das Ding ist auch noch voll. Duftet auch genauso wie das aktuelle Hair Tonic. Also ganz, ganz große Klasse. Jetzt müssen wir es noch reinbekommen. Ja, nicht, dass uns das auseinanderfällt. So. Deckel drauf. Jetzt schaut es aus wie neu. So, hier haben wir Ansora. Das ist eher so eine unbekannte Marke, aber damals haben die ganz stark geworben. Da ist sogar auch noch was drin. Ansora Cream Masters the Hair. Das war eine Londoner Firma. So, oh, und hier habe ich noch was. Habe ich ganz vergessen, Entschuldigung. Liquid Butch Hair Wax. Sehr interessant. Sowas wie eine Vaseline Hair Tonic mit einem schönen Kaugummi-Duft. Zum Stylen. Und hier ebenfalls ein Hairdressing mit Rosenduft und Lanolin. Lanolin war damals in den 50ern ein Must-Have, musste in jedem Produkt drin sein. Gehen wir hier zu der weiteren amerikanischen Ecke. Dann natürlich unschwer können Fans erkennen, hier die Mary Superior. Noch in der Originalverpackung, als das Ding 25 Cent gekostet hat. Und hier ebenfalls dann in verschiedenen Varianten. Das ist eine schöne Testerverpackung. Weitere Produkte von Murray's. Kennt ihr vielleicht auch aus dem Buch, ist das Murray Superior Hair Glow. Einen sehr schönen alten Design. Ups, sollten wir umdrehen. Es gab sogar ein Superior Cocoa Oil Shampoo. Wie das wohl geduftet hat. Dann eine New Nile. Da haben wir auch mehrere Varianten. Wenn ihr euch mal das hier anschaut, die New Nile. Die war damals übrigens noch nicht von Murray, sondern von Peerless Products hergestellt worden. Das Ding scheint auch voll zu sein. Oh, da versteckt sich noch was. Lucky Heart, die hatten wir vorher. Die Konkurrenzfirma von Velmore aus Memphis. Ebenfalls wunderschönes Design. Ja, ist auch noch voll. Pure Coconut Oil. Großartig. Und überall ganz wichtig natürlich diese Pärchen. Gut, außer hier, die wartet noch auf ein Pärchen. Hier haben wir eine Joe Louis Hair Pomade for Men. Die ist sehr interessant, weil Joe Louis war damals ein Boxer, der mit Max Schmeling gegen Max Schmeling geboxt hat. Dann hat Max Schmeling wieder gegen ihn geboxt. Mal hat der gewonnen, mal der. Zum Schluss wurden die große Freunde. Joe Louis hat zuerst geworben für Murray's. Dann wurde er von Velmore Products für Sweet Georgia Brown eingespannt. Aber ich glaube, ohne sein Wissen. Und dann hat er letztendlich seine eigene Pomade rausgebracht. Also wirklich ein wunderschönes Stück. Was haben wir sonst noch Hübsches? Gold City. Ja, ich glaube, das war jetzt nicht wirklich so der große Schlager, aber es ist wirklich ein wunderschönes Design, finde ich. Und dann haben wir hier den großen, großen Klassiker aus Amerika, Dixie Peach. Mit einem Duft nach Peach, also nach Pfirsich. Hat angeblich Elvis hergenommen. Der hatte aber übrigens auch angeblich die Lover's Moon hergenommen. Die ist ebenfalls aus Memphis. Ich glaube, der hat sich zuerst mal durch alles aus Memphis durchprobiert. Schauen wir mal hier. Aber kein Wunder bei dem schönen Design. Hier eine ganz tolle Pomade. Dukes. Erinnert mich ein bisschen an so Universitätscollege. Football. Hier haben wir noch so eine ganz alte Variante der Dixie Peach Pomade. Ja, das ist so im 20er Jahre Look, die Dame. Was haben wir sonst noch?
unbekannt, aber haben wunderschöne Werbung gemacht damals. Stay Comp in einem Milchglas. Ähnlich Stay So Hairdressing Pomade. Okay, die ist auch voll. Großartiges Design. Ebenfalls eine Kriegsverpackung in Glas, damit man Blech spart. Dann haben wir noch eine, scheint ebenfalls wohl eine Kriegsverpackung zu sein, ebenfalls Blech. Sehr, sehr schön. Ganz toll. Und dann haben wir noch hier ein paar Hair Tonics. Und zwar Benit Hair Tonic. Wie zu sehen, ist ebenfalls voll. Leer dagegen ist allerdings White Fox Hair Tonic. Und ratet mal, zu wem der gehört. Genau, Lucky Tiger. Lucky Tiger hatte damals eine eigene Linie an ja, so medizinischen Friseurprodukten, die ein bisschen sauberer nochmal sein sollten. Und die Marke hieß White Fox. Wirklich wunderschön. So, das war es jetzt zuerst mal. In den Schrank können wir das nächste Mal vielleicht reinschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und besucht wieder einen Friseur, sobald er geöffnet hat. Okay, euch ist das aufgefallen. Ich habe es völlig vergessen. Tut mir leid. Aber damit ich nicht schummle, gehen wir mal noch diese Produkte, die ich völlig übergangen habe, an. Das ist einmal von Lucky Tiger, Never Tell Deodorant. Es war noch verpackt, aber man duftet es durch. Es ist eine dunkelgrüne Flüssigkeit. Duftet ein bisschen wie das Jerry's Hair Tonic, nur komprimierter. Wirklich wunderschön. Dann hier ein kleines Tütchen. Das ist ein Face Powder, ein Damen-Gesichtspuder von Lucky Heart. Als Tütchen, so ähnlich wie ein Bakin-Tütchen, einfach damit es ein bisschen günstiger gekauft werden kann. Und der dritte im Bunde, der sich hier ganz toll versteckt hat, ist Rawleys. Rawleys Rosenpomade aus Illinois. Ich tue das mal hier zur Seite und schau mal ebenfalls mal rein. Ui, das wird aber was. So sieht aus. Sehr, sehr hübsch. Sehr schön, sehr edel, sehr königlich. Toll. Toll, tolles Design. So, das war es jetzt aber. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.